Im Film, Christina, ist diese Stimme, dieser Dämon. Du kennst den gut. Wie war er in Beziehungen spürbar? Du hast mir mal am Telefon gesagt, also eine Beziehung, das ist ja die Geschichte des Films, wird zu dritt gelebt, wenn Alkohol dabei ist. Kann man das so sagen? Also zunächst mal, was für ein grausamer Film in jeder Hinsicht, fand ich. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch ging. Ich merkte, dass ich permanent gehasst habe, die Grisseligkeit, die Unklarheit, und versucht habe, das klarzustellen. Und der Punkt ist, man könnte das jetzt ganz billig übersetzen in, ja, wenn man betrunken ist, sieht man nicht klar. Aber das ist nicht der Punkt, sondern wenn man eine Trinkende ist, und das war ich. Ich würde nicht ansatzweise behaupten, dass ich wie Sati getrunken habe, nein. Aber die fehlende Bereitschaft, auf die Dinge zu gucken. Und deswegen mochte ich schon auch sehr diese Stimme, die zwar sehr verzerrt, sehr, sehr, sehr im Sinne von, ich weiß nicht, diese Fantasy-Filme oder so, ne? Mhm. Also, aber sozusagen, dass es ein drittes Wesen ist. Und vielleicht ist es gar nicht, sie hat das ja auch mal gesagt. Der Alkohol ist nicht ihr Feind, sondern Satya ist dein Feind. Mhm. Und ich würde auch sagen, Alkohol in meinem Fall, also ich sage jetzt mal, das war nicht der Dritte in der Beziehung, sondern das ist die Hauptbeziehung. Und er hat das ja auch gesagt. Man wundert sich immer, wie arrangiert man das Trinken um die Kinder herum. Nein, auch ich habe auf eine Art, um mein Bedürfnis nicht hingucken zu müssen, das Restleben herum arrangiert. Mhm. Ja. Alkohol ist die Beziehung Nummer eins. Darum dreht sich das Leben. Der Selbsthass ist auch noch Teil davon. Also, ne, so, die ohne einander funktionieren die ja nicht. Mhm. Wie bist du dann damit umgegangen? Du hast drei Kinder großgezogen, du hast einen Mann früh verloren, das kann man hier ergreifend lesen. Wie konntest du die Situation verändern, dich von diesem Freund, wie du ihn beschreibst, und trennen? Also vielleicht ganz kurz, und gut, dass du es erwähnst, die Geschichte mit dem Tod meines Mannes, da war ich sehr jung. Und es wird sehr häufig zu kurz verkürzt dargestellt, nach dem Motto, naja, die Arme, die war so jung und hatte Kinder und dann ist der Mann gestorben und deswegen musste sie trinken. Das ist Schwachsinn. Es gibt keinen Anlass, weswegen irgendwer trinken muss. Außer, dass man Alkoholiker ist. Dann muss man trinken. Und dann habe ich Gründe gefunden und dann finden Menschen, und das ist eine Krankheit, dann finden wir Gründe. Und das fand ich auch schwierig an diesem Film, ich fand sie zum Teil sehr pathetisch in ihrer Emotionalisierung, als sei das etwas, wo er sich gegen sie wendet. Nein, er ist krank und das entschuldigt nicht seine Taten, aber sie hätte möglicherweise viel früher die Verantwortung gehabt zu gehen. Also so dieses, du musst dich entscheiden, du musst mir und wie kann ich und ne. Ich denke, wow, das ist auch ein interessantes Bild, dass da von jemand abgegeben wird, der sehenden Auges von Anfang an sozusagen sich etwas holt, was Zurückweisung und Schmerz ist, weil wer sich mit einer Suchtperson einlässt, der weiß nicht, was er tut, aber das ist auch, also ich würde jetzt unterstellen, da liegt auch was im Argen, sich so kranke Beziehungen zu holen. Das war aber gar nicht deine Frage, Entschuldigung. Das ist okay, also es ist es kommt ja, da kommt auch viel vor im Film, diese Scham und Schuld und dieser Kreislauf. Wie habe ich das gemacht? Also von wegen Beziehungen, die man sich wählt. In meinem Fall haben, wie bei ihm die Mutter, bei mir haben beide Eltern getrunken, auch nicht so, dass sie aufgebläht zum Schluss herumlagen. Im Gegenteil, also mit meiner Mutter habe ich die letzten 20 Jahre ihres Lebens den Kontakt abgebrochen. Und als sie dann starb, da war sie die klassische, keine 40 Kilo wiegende Person mehr. Egal, worauf ich hinaus will, ist, sie war was muss passieren, dass man sich bestimmte Beziehungen zu Trinkenden sucht, beziehungsweise was passiert, wenn man mit Trinkenden groß geworden ist, nämlich dass dieses fehlende Selbstwertgefühl, von dem er spricht, der Selbsthass, dieses sich selbst nicht zu lieben, und das rechtfertigt dann alles. Das wird dann dieser Kreisel zu sagen, I don't deserve to be loved. Dir ist es nicht gelungen, dass deine Eltern dich mehr geliebt haben als das Trinken. Dann kannst du ja sozusagen, das ist nichts, was man bewusst denkt, um Himmels Willen. Das sage ich jetzt nach so und so vielen Jahren Therapie und nach Klinikaufenthalt und so. Ich habe als Kind nicht da gesessen und gedacht, meine Eltern lieben mich nicht und ich muss gegen den Alkohol an. Aber sozusagen, da ist eine Botschaft,
die sich festsetzt, und sie hat das jetzt zum Schluss auch beschrieben, die sich körperlich festsetzt, irgendetwas nicht verdient zu haben, oder ist noch diffus, ne? Mhm. Und dann kommt die Stimme, und jetzt kriege ich den Bogen, dann bin ich auch durch. Und die sagt, ne, das kann kein Mensch verstehen und du kannst es nicht mehr erklären. Aber ich verstehe dich und versuch's doch gar nicht erst. Es ist so anstrengend. Du kommst doch nie runter. Du kommst doch nie zur Ruhe. Ne? Ich kann dir kurz mal eine Pause. Ich kann dir kurz mal Erleichterung verschaffen. So. Ja. Danke dir, Rahel. Intensive Erfahrung in der Suchtberatung. Wie redest du mit Menschen, wenn sie kommen und sagen, mein Partner, meine Partnerin hat ein Suchtproblem? Was ist schwierig für Angehörige aus deiner Erfahrung? Ich denke sicher einerseits die Machtlosigkeit, wie wir das so schön im Film gesehen haben, und auch, wie du schön gesagt hast, lauter. Und dass sie so diese Verantwortung übernehmen für die betroffene Person, das ist sicher ganz schwierig, und nie wissen, wie geht es ihm oder ihr, diese Unberechenbarkeit. Ja, es ist schwierig. Diese Unberechenbarkeit, nie zu wissen, wie treffe ich diese Person an, das ist so eine große Herausforderung, und vor allem dann die Herausforderung, den Angehörigen zu sagen, du musst bei dir etwas ändern. Du kannst nicht die betroffene Person ändern. Konzentrier dich auf dich, konzentrier dich, stell dich wieder ins Zentrum, weil du kannst, du widersprichst mir. Nein, ich hänge an deinen Lippen. Du kannst diese Person nicht verändern, weil er muss das machen. Und das ist für viele Angehörige sehr, sehr schwierig zu verdauen, weil sie so viel Energie darin stecken, das Gegenüber zu motivieren, zur Veränderung zu zwingen und so weiter. Und dann zu hören, es braucht die Energie für dich selber. Schau wieder zu dir, schau zu deinen Bedürfnissen. Das ist sicher für viele ganz, ganz schwierig im ersten Moment. Und dann auch sehr schön zu sehen, wenn sie merken, okay, wenn ich etwas an mir ändere, dann kann auch etwas beim Gegenüber passieren. Das ist... Kannst du den... Ja, ich glaube, ergänzend, weil ich mich noch frage, warum sie mich, ich habe ihren Namen vergessen, also Maria, glaube ich, die Protagonistin, warum sie mich so wahnsinnig aggressiv macht. Ich glaube, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, dass ja häufig Menschen, die mit Süchtigen sich in Beziehung begeben, möglicherweise selber eine Co-Abhängigkeitsbeziehung oder ein anderes Defizit, weil gesunde Menschen lassen sich nicht auf Beziehungen mit Suchtkranken ein oder die gehen rechtzeitig wieder. Das heißt, da steckt ja auch so eine narzisstische Selbstüberschätzung drin. Ich kann machen, ich kann für irgendwessen Gefühle zuständig sein, ich kann sogar gegen einen Dämon wie diese Suchtscheiße ankommen. Das geht nicht. Geht's nicht? Das geht nicht. Geht es nicht? Also nicht als Partnerin. Mhm. Ne? Nicht wegen, wenn die Liebe groß genug ist, das ist ja die fatalste Rechnung, ja, die Liebe aufzufahren, das ist eine verdammte Krankheit. Das hat nichts mit, du musst es für mich tun oder so. Ne? Aber das heißt, alkoholkranke Menschen können keine Liebesbeziehungen leben. Hui. Oh, heftig. Ich habe vor 2 Jahren aufgehört. Ich bin 51 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder. Ich habe mindestens 7 Beziehungen, die ich als ernsthaft bezeichnet oder geführt. Was würde ich denn über mich sagen? Mit dem Vater meines letzten Kindes, meine 3 Kinder haben 3 unterschiedliche Väter, habe ich mich auch nie drüber gewundert. mit dem war ich 8 Jahre zusammen, also kann ich Beziehungen führen? Ich kann Beziehungen imitieren. Und das können Suchtkranke häufig auch sehr gut, gerade wenn man auch hört, was Sati berichtet über seine Mutter. Es gibt, glaube ich, in der Psychotherapie den Begriff des Agierens. Ja, wenn jemand vermeintlich
reagiert auf Angebote, auf therapeutische Angebote, auf Beziehungsangebote. Und es ist aber nur ein Agieren. Und man kann das nicht nachweisen. Es wirkt so, du verhältst dich, als würdest du mich lieben. Du verhältst dich, als würdest du eine Beziehung führen. Aber irgendwas stimmt nicht. Hm. Und ich kann nicht alle Suchtkranken über einen Kamm scheren. Hm. Aber ich habe in der Suchtklinik, wir erkennen einander. Das ist auch das Interessante. Man blöfft sich da nichts mehr vor. Und ich würde, dann stelle ich die radikale These in den Raum. Ja, suchtkranke Menschen können keine gesunden Beziehungen führen. Siehst du das auch, bei euch kommen, beim Blauen Kreuz Zürich kommen auch betroffene Menschen. Hast du die Liebesbeziehungsthematik? Wie kannst du sie unterstützen darin? Ich bin ja keine Therapeutin. Ich bin, genau, und deshalb geht es sicher mehr darum, was kann die betroffene Person verändern? Was kann sie eher, welche Strategien ansetzen, dass es auch in der Beziehung wieder einfacher oder besser wird? Insofern, klar haben wir auch Paargespräche, aber es geht jetzt nicht so tief in die Partnerschaft rein, eben ich bin keine Therapeutin, und deshalb geht es wirklich viel mehr, was kann jede Person einzeln verändern bei sich, um ihr Leben wieder so zu gestalten, dass er sie sich besser fühlt. Ja. So. Christine, ja. Du bist im Anschluss im Foyer, für die doch reden wollen, zu zweit, wir auch. Wie hast du den Ausstieg geschafft? Du sagst, vor 2 Jahren ist dir dieser Schritt gelungen, der ja auch hier am Schluss noch so als Möglichkeit hängt. Ja. Ich habe mich, seit ich 20 bin, selber beobachtet, mein Trinken. Und da kommt jetzt die große Ambivalenz. Weil ich diese beiden trinkenden Lehrer, Westdeutschland, Lehrerin, man konnte wunderbar in den 80er Jahren trinkende Oberstudienräte sein. Das war relativ in dieser Zeit, alle wussten das. Es ist nicht so, dass es nicht aufgefallen ist. Ja. Aber noch heute, oder? Ich bin, als ich 17 war, von Schülern meines Vaters angesprochen worden. Da waren meine Eltern schon getrennt. Wir haben bei unserem Vater gelebt. Kannst du mal dafür sorgen, dass dein Vater morgens nüchtern zum Unterricht kommt? Das war auf eine Art und Weise so demütigend. Es war eine Entlastung, weil ich als Kind von trinkenden Eltern, ich bin mit keinen gesunden Kriterien, was Beziehungen angeht, groß geworden. Das heißt, ich habe nie gewusst, sind die wirklich Alkoholiker oder erzähle ich das nach außen, weil ich dann von den anderen Familien, die haben dann, oh, Scheidungskind und trinkender Vater. Ich habe dann was bekommen dafür und habe mir tatsächlich Vorwürfe gemacht oder mich befragt, ob ich mich nicht nur wichtig machen will. Und erst durch solche Rückmeldungen. Also soll heißen, auch das Beobachten meines eigenen Trinkens war immer, naja, will ich mich nicht als Alkoholikerin nur sehen? Weil mir hat der Maßstab gefehlt. Und nun kommt aber dazu, dass ich 3 Kinder habe, die inzwischen relativ sehr erwachsen sind. Man könnte sagen, natürlich haben Kinder Schwierigkeiten, wenn ein Vater stirbt von meiner mittleren Tochter oder wenn Beziehungen in die Brüche gehen oder wenn die finanziellen Verhältnisse immer schwierig sind oder überhaupt kann man Schwierigkeiten haben, wenn man verdammt nochmal groß werden muss in dieser Welt. Also ich wusste nie, ob gerade bei meinem ältesten Sohn, ob das, womit er gestruggelt hat, ob das einfach das Leben ist. Genau, und das hast du ja gemanagt, das ist eindrücklich beschrieben. Du hast die 3 Kinder großgezogen, du hast dich durch verschiedene Beziehungen durchgekämpft, wie wir alle. Ja. Wie ist dir der Ausstieg gelungen? Ja. Also deswegen habe ich meine Kinder gerade so stark erwähnt. Also ich habe gemerkt, ich verliere meinen ältesten Sohn. Ja. Ich komme, er entzieht sich mir. Das wäre jetzt, würde jetzt, also ich kann darüber sprechen, aber das führt jetzt zu lange und zu weit. Ich habe nur gesehen, egal was ich tue, ob ich ihn unterstütze in dem, was er tut, ob ich ihn nicht unterstütze, ob ich ihm drohe, ob ich schimpfe, ob ich Verständnis zeige, ob ich, was auch immer, das war nicht. Es nicht, ja? Und dann war. Also dann war es doch die Liebe, die dich zum Ausstieg brachte? Ja. Aber nur so weit, dass ich gedacht habe, ich muss mich mit diesem ganzen Müll, diesem Beziehungsmüll auseinandersetzen, allem, was da nicht funktioniert. Und dann habe ich eine psychosomatische Reha beantragt. Das macht irgendwie heutzutage jeder, der einen Burnout hat oder was weiß ich. Das war das Thema. Weil der Alkohol, der hat geholfen, die Gefühle, gell?
wegzumachen. Ja, das hätte ich ja gar nicht so gesehen. Ich habe ja nur einfach die Gewohnheit gehabt. Ja, ist schon eine sehr sichtbare Gewohnheit. Aber deswegen habe ich zumindest angekreuzt in diesem Reha-Antrag, weil man kann Risikofaktoren ankreuzen. Und daraufhin hat der Rententräger, der das bezahlen soll, gesagt, wenn Sie das ankreuzen, werden wir hellhörig. Bitte gehen Sie zu einer Suchtberatungsstelle und holen Sie sich da ein Gutachten. Und ich dachte, ich brauche dieses Gutachten nur, damit ich diese Reha genehmigt kriege, und marschierte in meiner ganzen Eloquenz. Und ich bin ja irgendwie, ich liege ja nicht auf der Straße. Kein Mensch hat mit dem Finger auf mich gezeigt. Meine Freundin, denen ich gesagt habe, ich denke immer über meinen Alkohol nach. Du hast doch kein Alkoholproblem. Ja, ist sehr verbreitet. So, und dann bin ich also zu dieser Beratungsstelle gegangen. Und diese Frau hat ähnlich freundlich zugewandte Fragen wie ihr beiden gestellt. Ich habe ja all diese Dinge erzählt, und dann sagte sie am Ende des Gesprächs, Frau Koschmider, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, 3,5 Monate in eine Suchtklinik zu gehen? Und es war überhaupt nicht so, dass ich mich angegriffen gefühlt habe, sondern ich war dieser Frau dankbar. Endlich lässt sich jemand nicht blöffen von meinem super Gequatsche und Funktionieren und nach außen hin alles hingekriegt haben. Endlich sagt da jemand, Sie sind ganz schön traurig und ganz schön bedürftig, und das ist ganz schön viel, was Sie so. Ja, und dieser Frage verdanke ich die Tatsache, dass ich glaube, ja, das möchte ich. Und die Suchtklinik, manchmal sehne ich mich danach zurück, weil da kriegt man alles. Und das habe ich erst dadurch da gesehen, was mir gefehlt hat. Da gab es Regeln, die sind vielleicht Blödsinn und die kann man anzweifeln. Aber die sind verlässlich, die sind jeden Tag gleich. Da sind zugewandte Menschen, da ist therapeutisches Personal. Die stellen unangenehme Fragen, aber meine Antwort macht nicht abhängig davon, ob die mich mögen oder nicht. Ich kann machen, dass man mich mag. Aber darum geht's ja überhaupt nicht in der Krankheit. Ja. Und lauter solche Dinge. Ja, du schreibst in deinem Buch ganz hinten, der wichtigste Schritt ist, sich an eine Beratungsperson zu wenden. Und das ist auch der schwierigste Schritt. Es braucht total Mut, auch hier zu sitzen, dieses Gespräch zu machen. Wenn man diesen Schritt geschafft hat, schreibst du, wird's einfacher. Ja. Was erhält man, was erhalte ich, wenn ich beim Blauen Kreuz Zürich auf die Beratungsstelle gehe? Was bietet ihr an als Hilfe für Angehörige, für Kinder, für Betroffene? Also ich denke zuerst mal ein offenes Ohr. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie viele Leute sagen, endlich konnte ich mich mal aussprechen, jemandem das anvertrauen, auch wenn viele Freunde, Verwandte da sind. Dann sicher mal Wertschätzung, Respekt, offene Haltung, Akzeptanz selbstverständlich, Orientierung an den Zielen des Gegenübers. Wir haben Selbsthilfegruppen, wir haben... einen Kurs bieten wir an für erwachsene Kinder von suchtbetroffenen Eltern. Wir haben Präventionsprojekte mit Tanzen für Jugendliche. Aber ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, wenn jemand diesen Schritt macht, dass wir da sind, wir hören zu, es ist wertfrei, es ist anonym, es ist kostenlos, es ist sehr unkompliziert, unbürokratisch. Und ihr habt Adressen und Schritte. Ich glaube, das war sozusagen für mich oder für viele auch der entscheidende Schritt. Ne? Ja. Das offene Ohr, haben ja Freunde auch. Aber sozusagen, wenn ich einmal sage, ich wage jetzt einen kleinen Schritt über die Linie, wo und wie, dann denkst du, was muss ich beantragen? Wo muss ich hingehen? Wie? Und ihr wisst, ihr kennt diese Schritte und ihr könnt ein Geländer geben. Ja. Und ihr sagt, als erstes machen wir das und dann brauchst du das. Ja. Und du denkst, brauche ich erst mal eine Ärztin? Brauche ich erst eine Zusage, eine Kosten? Wo kriege ich denn die Klinik her? So. Super. Das ist Überforderung. Ja. Ja, total, da trinkst du lieber. Also ja, genau. Super, dass du das sagst. Ja. Ja. Genau.